Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, zu einem neuen Szenario von Dings hier, ne? Von Schweinsheim World, Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Und wir starten mit dem ersten Szenario, Verbindung über Essen. Übernehmen Sie die Verantwortung für eine S-Bahn Richtung Osten aus Mülheim Ruhr Hauptbahnhof. Beteiligte Züge, die BR 425 in der DB-Lackierung. Ja. Genau, Start ist so gesehen Mülheim Ruhr und beginnen wir einfach mal die Fahrt. Verbindung über Essen. Willkommen in Mülheim Ruhr Hauptbahnhof. Dies ist eine S-Bahn Richtung Osten. Sie werden den Zug den ganzen Weg bis nach Bochum Hauptbahnhof fahren. Rechts entriegeln. Schauen wir mal. Den Kontrastmonitor ein bisschen höher vor die Fahrt. Safety first. Jetzt muss ich nur noch. Genau, Siefer und so weiter waren ja alles hier, ne? PZB ist sowieso an. Siefer ist auf. Auch an? Nö, beides ist nicht an. Okay. Warum auch immer. Beides an, wunderbar. Warten wir mal bis gleich. Also wir fahren bis Bochum, aber die Fahrt geht so gesehen bis nach Dortmund. War die S1 geht bis nach Dortmund scheinbar. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, ich komme hier nicht her. So, muss ich mal ein bisschen höher stellen von der Lautstärke, wunderbar. Denn wollen wir mal loslegen. Los geht die wilde Fahrt nach Essen-Frohnhausen. Befreien wir uns mal und können somit wieder Schub geben. ~90 km/h dürfen wir fahren, es geht gleich bergauf. Dann können wir das Tempo halten, wobei wir dürfen jetzt 120 fahren, dann geben wir auch mal noch mehr Schub. Wir fahren das Ganze natürlich so gut es geht aus. Natürlich auch. Ich habe doch auf Google gedrückt, okay. Ich muss, glaube ich, deutlich mehr spammen jetzt, damit es gedrückt wird. Dann halt so, dann weiß ich mir schon mal Bescheid, dass ich auch bei PZB mehr spamme. Also auch krass geil hier lang zu fahren gerade. Schön in der Kurve zu lehnen hier und so weiter und so fort. Hat schon was. Wir sollen da sein um 5 Uhr nach. 5 Uhr genau. ~140 km/h. Bin ich mal gespannt, ob wir zeitlich gut hinkommen werden oder nicht. Ich vermute mal eher weniger. S-Bahn ist halt doch schon ja, schon eng vom Fahrplan her.
zeitlich, nee. Zeitlich können wir es vergessen von der Pünktlichkeit her. Würde ich mal behaupten, wir müssen es so langsam wieder. Bremsen gehen. An den Bremsen muss ich mich noch gewöhnen, das steht auf alle Fälle fest. Denn mit der 425 bin ich ja so gut wie noch nie gefahren. Also abgesehen vom Tutorial mehr oder weniger. Aber das hier ist das erste wirkliche Szenario mit der BD. Mit der Baureihe 425. Ich muss sagen, vom Sound gefällt sie mir echt. Essen-Frohnhausen. Dann lassen wir die Fahrgäste einsteigen. Eieiei, bin ich mal gespannt, ob wir das so hinbekommen. Von den Medaillen mäßig her. Jetzt geht es gleich nochmal 120 Kilometer pro Stunde weiter. Und Türen verriegeln. Und weiter geht's. Nächster Halt Essen West in wenigen Sekunden. Wir sind auch schon fast da, also es ist halt gar nicht mehr so weit jetzt. Das S-Bahn-Verhalten, so S-Bahn, also das mit dem Bremsen und Beschleunigen, vor allem mit dem Bremsen, da muss ich mich dran gewöhnen. Aber da, das ist ja auch halb so wild, da kommen wir schon noch hin. Und selbst wenn wir nicht immer pünktlich sind wie die Maurer, das ist ja auch nicht so schlimm. Oh, da wollte ich aufdrücken. Ich wollte es nicht schließen. Ist aber auch echt schön, ne? Muss man einfach sagen. Ist schön gemacht. Hat was, auch mit dem Graffiti. Türen. Vielleicht geht es noch langsamer. Weiter als ohnehin schon. Noch dürfen wir 120, gleich dürfen wir nur noch kurz vorm Essener Hauptbahnhof dürfen wir noch 110 Kilometer pro Stunde, macht ja auch schon fast ein bisschen Sinn. Und da gehen wir jetzt auf volles Rohr. Oi, 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 oi. Ich brauche gerade ordentlich, um nachzuladen. Fahren wir jetzt schon mal auf 110 Kilometer pro Stunde und kullern rechts am Abschallgleis vorbei. Jetzt sind wir schon fast in Essen-Hauptbahnhof, wunderbar.
Schön geradeaus weiter. Also wir scheinen zeitlich wieder doch Zeit rauszuholen. Was super ist. Obwohl wir doch schon etwas krasser gebremst haben. Also etwas länger, frühzeitiger, so gesehen, zu bremsen begonnen haben. Dann öffnen wir die rechte Fahrgasttüren. Liegt das nicht richtig, also oder sieht das einfach nur, sind die Busmodelle einfach nur so, ja, interessant. Ja. Hallo. Dankeschön. Und weiter geht's nach Essen-Steele. In 3 Minuten sollen wir da sein. Eieiei, 4 Kilometer, okay. Wir wechseln jetzt gleich erstmal. Okay, jetzt erstmal nur mit 80 Kilometer schon, aber wir jetzt ja wahrscheinlich noch rübergehen. Ne, doch nicht. Ich dachte. Ja, sieh, ich habe dich gesehen. Alles gut. Keine Panik auf Titanic. Kommen wir auch in 120 km/h Zone wieder rein. Kommen wir auch ein bisschen näher dran oder ein bisschen, können wir ein bisschen mehr beschleunigen und kommen auch eher ran an die, oh Gott, an die Zeit. Das ist halt schon ein enger Zeitplan. Das ist halt schon was anderes als jetzt, was weiß ich, auf anderen Strecken man vielleicht ein bisschen mehr Zeit sogar noch rausholen kann zwischen den einzelnen Stationen. Vielleicht noch ein bisschen bergab, dann können wir auch jetzt schon wieder vom Kombihebel runtergehen. In den Leerlauf stellen und dann können wir uns die restlichen Kilometer pro Stunde ein bisschen ausrollen lassen oder hinrollen lassen. Wir sollten auch gleich da sein. Zeitlich gesehen ist es jetzt doch schon ein bisschen enger vom Zeitplan. Haben wir jetzt vielleicht auch ein bisschen zu schwach gebremst. Wurde zu gemütlich gebremst am letzten Bahnhof, was wir halt dort zu viel Zeit verloren haben bei dem Bremsvorgang. Versuchen wir mal ein bisschen später, wobei wir müssen halt jetzt auch schon relativ früh reingehen, ne? Weil wir halt schon so weit entfernt sind. Wir sind bei 120 km/h. Wir gehen mal ab 800 Meter auf Bremspegel 4. Das ist viel zu wenig. Es geht noch bergab. Jetzt können wir auf 5 gehen. Wie gesagt, vom Bremsvorgang her muss man sich echt noch ein bisschen dran gewöhnen. Wie gesagt, ich bin bisher mit der BR 425 nur im Tutorial gefahren und
Das ist jetzt auch wieder ein bisschen her. Danach bin ich doch mal für Sonntagsfahrer, glaube ich. Bin ich dann nach dem Sonntagsfahrer nochmal gefahren? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf alle Fälle bin ich mehr die BR422 gefahren als die BR425. Ist natürlich praktisch, dass die Mute-Taste vom Mikrofon auch zu Befehl 40 gilt. Okay, nächster Halt: Essen, Steele, Ost. Dann können wir uns noch kullern lassen, denke ich mal. Ich muss sagen, echt vom Sound her gefällt mir die BR425 mehr als die BR422. Vielleicht weil der Sound halt einfach so anders ist, anders als sonst. Anders als jemand sonst halt so kennt. Weiter geht's. Nächster Halt: Essen, Eiberg. Ah, zeitlich ist es halt echt wirklich richtig, richtig eng. Das war ja schon von vornherein klar, dass wenn wir halt Zeit, dass wir nicht wirklich viel Zeit rausholen können. Ist halt schon was anderes wie in Leipzig. In Leipzig auf der Rapid Transit Route. Hat man doch schon zum Teil gut Zeit noch rausholen können. Aber das ist hier halt überhaupt nicht der Fall. Na, ah, ein bisschen zu früh, aber egal. Öffnen wir die Türen. Wir müssen halt die Zeit rausholen, ne? So ist es halt. Wir haben aber punktemäßig eigentlich ganz gut abgesahnt bisher. Also immer relativ solide Punktzahl bekommen. Von daher
Mal schauen. Vielleicht wäre es eine Goldmedaille, vielleicht nicht. Ich habe keine Ahnung. Da der zeitliche Faktor ja eher keine Rolle spielt. Und eher die fahrerische Leistung. Beurteilt wird in der Punktevergabe, werden wir, denke ich mal, ganz gut abschneiden. Silber ist auf alle Fälle drin, ob es Gold wird, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die Punkte-Einteilung so gesehen ist. Beziehungsweise was so die Medaillen so für Punkte benötigen, was so die Differenz ist und so weiter und der Radius. Der Rahmen, in dem man sich dann bewegt. Ziemlich viel unbeschränkt gefühlt. Nächste halt Wattenscheid-Höhentrop. 2,9 Kilometern. Eieiei, da kam jetzt Sonne. Okay, da war sogar noch übergangt. Das war ein beschrankter Bahnübergang, so. Übergangt, ja. Wie gesagt, doch schon ziemlich viele unbeschrankte Bahnübergänge. Sollte man sich dann halt doch schon bemerkbar machen, ne? So ist es ja nicht. Okay, hier ist auch gut beschrankt. Hat mich ja, ja gut. Das ist eine halbe Minute zu spät. So vom. Von wegen, wie gut wir in der Zeit liegen. Aber. Ja, doch. Also, doch mit der B425 macht schon Spaß zu fahren. Noch habe ich auch keine Zwangs, von daher ist da die Freude immer noch da. Aber gut, ist ja auch nur eine, keine Ahnung, ein Strich von 5 oder so, das Szenario, von daher. Und ich glaube noch 2 Stops und dann sind wir in Bochum Hauptbahnhof. Bochum Ehrenfeld. Und das geht auch wieder bergab. 4 Kilometer bis Bochum-Ehrenfeld. Wir sollen in einer einzigen Minute noch mal da sein. Holy shit. Wie gesagt, enger Zeitplan, na, so ist es halt. Im S-Bahn-Verkehr. Ist halt, ne, so gesehen eine überregionale Metro. Muss man so bezeichnen, wenn man es so vom Prinzip her so gesehen. In der Metro bzw. U-Bahn, da geht es ja auch. Zack, zack, zack.
Da ist es ja auch sehr eng bemessen. Vom Fahrplan her. Also ist halt natürlich nicht so, dass es halt beim Regionalverkehr, der halt an weniger Stops so gesehen hält, dass es dann nicht so ist. Dass der Zeitplan halt nicht auch eng ist, aber ne? Aber ja. S-Bahn-Verkehr ist dann natürlich immer noch wieder was anderes. Kommt wieder der nächste Gegenzug. Ah, zeitlich haben wir Zeit verloren. Da sind wir jetzt nicht mehr ganz so grün im grünen Bereich. Aber das ist ja auch alles halb so wild. Die Punkte haben wir, glaube ich, immer noch ganz gut bekommen, ne? 498 fürs Halten. Wie gesagt, das kommt halt auf die alte Position an und halt, das sind halt so die großen Punkte und halt die kleinen Punkte, die natürlich auch wichtig sind, ist dann halt das nicht zu schnelle Fahren. Ansonsten abruptes Bremsen oder Beschleunigen, wie jetzt das beim Train Simulator ja auch bestraft wird, gibt es hier ja eher weniger oder gar nicht. Nächster Halt ist dann in Bochum Hauptbahnhof. In 1,2 Kilometern Entfernung. Aufstieg auch hier in Fahrtrichtung links. War klar, dass wir direkt 180 Meter wieder vom Bahnhof Zwangse bekommen. Mal wieder unnötig as fuck. Können wir direkt gleich aussteigen und hier noch einen Streckenplan hinhängen. So, und dann machen wir die Türen auf.
Bevor wir das eigentlich machen dürfen, machen wir das. Eins von zwei. Wunderbar. Ja. Wobei wir hinten ein bisschen fahren, ne? Danke für das Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie sich abgeschnitten haben. Das war, ist es sehr gut, dass ich ausgestiegen bin und nochmal das mitgenommen habe, den Streckenplan. Gut, die Zwang ist aber jetzt ein bisschen unnötig. Goldmedaille, wunderbar, das wollte ich sehen. So, wir sind mittlerweile auf Level 24, Hauptstrecke haben wir jetzt gepusht auf Level 4. Genau wie die BR425 in der DB-Lackierung Zeit benötigt, haben wir 30 Minuten und 3 Sekunden. Das ist doch eine sehr schöne Zahl. Die lässt es sich sehen. Zurückgelegte Strecke 76,78 Kilometer. 11.184 Punkte. Und wir haben eine Goldmedaille bekommen. Sprich, beim nächsten Mal hier von der Hauptstrecke Rhein-Ruhr geht es weiter mit dem nächsten Szenario. Oder halt bei einem anderen Szenario in der Welt von Trains and World. Oder vielleicht sehen wir uns auch wieder bei einem anderen Video hier auf dem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.